ist teuer, teuer, teuer. Wir hätten ja auch mit dem Elektroauto fahren. Ja, hätten wir. Ja, wir sind gerade im Urlaub, liebe Zuschauer, hallo. Und was soll ich sagen? Ich musste gerade tanken. Über 60 Euro musste ich tanken. Ja. Finja, meine Tochter, die fragt sich natürlich jetzt, warum regt sich der Papa auf? Ja, weil immer eine Diskussion kommt, gerade um die Urlaubszeit, mit was für einem Auto fahren wir. Natürlich haben wir, ich halte mal kurz an, natürlich haben wir nur ein Auto, das halt etwas größer ist. Und aus dem Grund fahren wir natürlich nicht mit dem Elektroauto, weil ich habe einen Elektro-Kleinstwagen. Aber trotzdem macht das doch ganz schön was in der Haushaltsrechnung aus. Wenn ich dann im Prinzip eine Quittung bekomme und habe hier über 60 Euro einmal volltanken, da kann ich doch schon relativ lang fahren mit so einem E-Auto. Und meine Tochter weiß es ja, Autofahren kostet Geld, aber im E-Auto kostet das nicht immer dasselbe wie mit Benziner. Dass wir mal zusammen sehen, was das kostet, mache ich das so, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, schauen wir uns mal zusammen an, was für Kosten so entstehen bei einem E-Auto. Okay? Also, bis dahin. Ciao. So, ja, das war jetzt das neue Intro. Also das heißt, ihr kennt ja schon das Bild. Ich habe das jetzt nur ein bisschen geändert. Ich habe jetzt eine gewisse Einleitung gemacht und mache dann nochmal das Neomobil Logo dann entsprechend. Und ich bin jetzt hier gerade angekommen. Ich gehe jetzt noch kurz tanken. Ich melde mich gleich nochmal. Und genau, Waschanlage muss ich noch, das Auto muss ich nochmal checken lassen. Habe ein komisches Geräusch gehört hier bei unserem Benziner. Und ich hoffe, da wird nichts sein. Ja, und dann springen wir dann nochmal weiter, wenn wir wissen jetzt hier, was ich dann für die 1000 Kilometer habe ich jetzt fast gefahren, 600 Kilometer, jetzt nochmal die Rückfahrt, 400 Kilometer, da bin ich mal echt gespannt. Ich habe jetzt schon 61 Euro getankt, ne, habe ich ja gesagt, und dann nochmal 31 nachgetankt, jetzt nochmal tanken und dann jetzt gucke ich mal, was habe ich an Kraftstoffkosten gebraucht. Ne. So irgendwie die Kosten muss man ja immer etwas auch im Überblick haben, und das gleiche machen wir natürlich auch mit dem E-Auto, aber da bin ich jetzt schon etwas weiter gefahren. Also von der Seite bleibt mal bitte dran. So, Auto ist getankt. Da habe ich gestaunt. Ich habe jetzt, ich fahre jetzt gerade nochmal um die Ecke in die Waschanlage. 36 Euro nochmal reingetankt. Ja, das ist halt, wir haben einen großen, so einen Kompaktvan. Und ich habe jetzt also 61, 31 und nochmal 36 Euro. Also könnt ihr euch ausrechnen, 1000 Kilometer bin ich in etwa gefahren. Und ich fahre jetzt das Auto nochmal in Waschanlage. Da muss ich nochmal kurz in der Werkstatt bei uns nochmal was gucken lassen. Und ja. Hopp, hopp. Dann hoffe ich, dass auch nichts ist am Auto. Und wie gesagt, ich lasse jetzt das Auto waschen. Wir sehen uns dann nochmal später nochmal, wenn es um die Kosten beim E-Auto geht. Mal gucken, was man da auf 100 Kilometer, da bin ich 50.500 Kilometer bis zum Monatswechsel gefahren, was wir da rauskriegen in der Summe von den Energiekosten, aber auch vielleicht auch mal zu gucken, was kostet also Steuer, was kostet Versicherung. Gut, Versicherung ist immer individuelle Leistung, aber auch solche Dinge sollte man ja auch mal berücksichtigen. Was habe ich denn für Wartungen und Reparaturkosten gehabt? Auch das können wir mal beleuchten. So, also ich mache mal das Auto in der Waschanlage fertig und dann bis gleich. So, da sehen wir wieder. Ich starte ja gleich mal die Präsentation. Ja, bei Neomobil geht es heute mal um meine Kosten beim E-Auto. Bei 50.500 Kilometer oder 2 Jahre und 5 Monaten, fast circa. Das heißt, ich habe jetzt über 50.000 Kilometer gefahren. Und heute beleuchten wir mal die Kosten. Das war ja
auch von dem einen oder anderen, der mich jetzt direkt gefragt hat, aber auch ja, per Mail, könnt ihr mir immer gern auch solche Themen, Anreize oder die Fragen halt schicken. Es geht hier heute um die auch Vielfältigkeit der Kosten, die ich mal zusammenfasse auf meinen Fall. Hier gibt es zum Beispiel die, in einfachen Worten gesagt, einmaligen Kosten, Zulassungsgebühren, zeitpunktsbezogen den Wertverlust, auch das Zubehör fürs Auto oder zum Laden, die Ladeinfrastruktur, also macht eine Wallbox etc. rein, möchtet ihr euch zum Laden irgendwo, fürs öffentliche Laden irgendwo anmelden, gibt es manchmal solche Schlüssel oder Karten oder ihr müsst dann Anmeldegebühren oder so auch mal zahlen. Ne? Das gibt es auch für bestimmte Roaming-Bereiche. Könnt ihr aber auch relativ weitgehend umgehen, wie gesagt, mit den gängigen Systemen dann eigentlich Ladekartentarife. Dann gibt es auch regelmäßig oder wiederkehrende Kosten. Hier wären natürlich die Energiekosten für unterwegs und daheim natürlich zu sehen. Auch hier zeitraumsbezogen den Wertverlust. Wie gesagt, kommen wir später nochmal dazu. Die Wartungskosten, die Versicherungsprämien, Reifen, Reparaturen, Verschleiß, Steuern. In der Regel kommen die regelmäßig, also einmal im Jahr. Und die Hauptuntersuchung, alle 3 Jahre und dann alle 2 Jahre. Fangen wir mit den Punkten vielleicht auch an. Für die Zulassung, ihr kriegt ein neues Auto, müsst dann nicht Schilder machen, ihr müsst zur Zulassungsstelle, habt da auch Gebühren, ne, braucht eine Umweltplakette sogar, auch beim E-Auto. Es kostet alles Geld. Ihr habt Steuern und, wie gesagt, im Fall der Fälle auch mal HU-Gebühren über einen längeren Zeitraum betrachtet, die einmalig mal auch anfallen jeweils, oder regelmäßig in dem Fall. Die Zulassungsgebühren und Schilder waren bei mir, das hängt auch von, ich sage jetzt mal, Zulassungsstelle mit den Schildern und auch den gebührlichen Gebühren ab, der Wunschkennzeichen etc. wohl 76,80 Euro, genau, so. Dann waren es HU-Gebühren, die bislang natürlich bei mir noch nicht angefallen sind, aber haben keinen Wert, fallen erst nach 3 Jahren an, also kommt erst noch, müsste aber auch weniger sein, ganz nebenbei bemerkt, weil keine Abgasuntersuchung. Dann habt ihr in der Regel, auch bei jedem neuen Fahrzeug, in der Regel eine Kfz-Steuer, die wäre nach 10 Jahren, da ist es nämlich so lang, steuerfrei nach aktueller Rechtsgrundlage, dann aber auch dann wirklich 45 Euro, das geht übers Gewicht beim E-Auto. Also achtet auch da drauf, ne? Nicht große Akku reinhauen, sondern das geht hier übers Gewicht, ne? So ganz am Rande bemerkt. Dann das etwas, ein etwas größerer Kostenpunkt, aber auch nicht riesig, ist das Ladezubehör oder die Ladeinfrastruktur. Je nachdem, was ihr natürlich wollt, ne? Ladezubehör habe ich, da ich ein, wie man hier auf dem Bild sieht, ein Notladekabel ja vom Hersteller schon habe. Das ist jetzt 5 Meter, gibt auch 10 Meter. Ist entsprechend in verschiedenen Stufen ledern das Auto bis maximal 3,2 kW. Mehr geht da nicht raus. Und ich habe das so gemacht, meine Ladeinfrastruktur habe ich entsprechend daheim angepasst. Aber zum öffentlichen Laden habe ich auf jeden Fall mir ein spiralförmiges 5 Meter AC-Kabel, könnt ihr mal selber in den Shops dann entsprechend gucken, für die öffentlichen AC, also Wechselstrom-Ladestationen bis 11 und 22 kW, macht natürlich bei mir nicht viel raus, aber wenn man laden muss und hat auch Zeit, also über einen längeren Zeitraum, habe ich mir das auf jeden Fall geholt, zusammen mit einem Adapter für den Fall der Fälle, dass die Ladestation auch eine Festkabelinstallation hat und ich habe dann keine Buchse, habe mir noch ein Adapterkabel nochmal geholt, aber waren auch ja, in dem Fall vielleicht 339 Euro, auch kein Riesenpunkt. Für meinen Schuko-Ladeadapter oder Kabel habe ich mir noch ein handelsübliches Schuko-Verlängerungskabel geholt, also achtet aber auch hier auf die Werte ein bisschen. Na, ihr könnt dann auch nicht so schnell laden natürlich. Ja, daheim habe ich mir eine Schuko-Steckdose gemacht mit spezieller Vorgabe des Herstellers Legrand. Könnt ihr mal suchen, Green Up Legrand. Das ist aus dem französischen Bereich, sehr
häufig zu finden, weil Lecron eigentlich hier zusammen mit Renault und anderen französischen Herstellern, in meinem Fall auch Peugeot und Citroën, verstärkte Schuko-Steckdosen anbietet. Mittlerweile, glaube ich, ist es auch in die Prospektur schon reingerutscht. Aber ihr findet es auch in Shops, Amazon etc., eBay. Mit Handwerkerkosten, sage ich jetzt mal, waren es ein Material, wo ich teilweise auch selber noch über den Schwiegervater noch hatte. In der Bauphase waren es ca. 250 Euro, also auch ein überschaubarer Zeitraum. Ihr könnt aber auch natürlich für knapp 400-500 Euro schon auch gute Ladeboxen, je nach Auto, was er braucht, kann er vielleicht auch schneller laden mit bis zu 11 kW oder auch nach neuen Vorgaben bis maximal 7,6 kW oder in die Richtung halt entsprechend auch ein bessere Wallbox natürlich euch holen. Das kostet dann aber ein paar Eurochen mehr. So, Wartung, Reparatur und Reifen. Ja, ich bin natürlich immer so vorbildlich, wie es war, sieht man hier am Serviceheft, zur Wartung gefahren, habe die 20.000 und die 40.000 Kilometer einmal jeweils die erste und die zweite Wartung gemacht. Die erste Wartung war schon etwas, es war eine Vertragswerkstatt, ich konnte es leider nicht bei uns im freien Betrieb machen, hätte ich gern gemacht. Ging es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, auch zum zweiten Zeitpunkt ging es leider noch nicht. Da schaue ich mal, ob wir bei uns das auch langsam mal anbieten können. Ich wäre sehr froh und ihr vielleicht auch, weil ich es dann euch vermitteln kann, dass ihr auch zu uns könnt. Also vielleicht, wenn ihr ein gebrauchtes Auto habt, aber gerade in der ersten Zeit habe ich es jetzt mal auch so gemacht und bin als nicht anders dagegen, organisatorisch, nicht mal wegen der Garantie, ganz normal zu meinem Vertragshändler um die Ecke gegangen, ist aber auch etwas teurer, was die normal verlangen, natürlich für die normalen Fahrzeuge. Stundensatz etc. ist hier doch einiges höher wie bei uns, aber ist halt so. Dafür kriegt man auch eine gewisse, ja, in Anführungsstrichen Qualität. Die ist halt ja nicht besser oder schlechter, aber es ist anders da. Ne? Ich habe hier halt die Vorhaltung auch von bestimmten Möglichkeiten durch den Hersteller und das erfüllt er, die Freiwerkstatt. Es gibt hier die Autofahrer, die haben hier schon, ja, für die erste Wartung, für die kleine Inspektion schon unter 100 Euro für ihr Auto gehabt. Ich habe auch, wenn es ein kleines Auto ist, halt über 100 Euro etwas doppelt und es wäre fast noch mehr gewesen. Da dann die zweite Inspektion, haben wir keine Bremsflüssigkeit drin gehabt und beim ersten Mal waren halt dafür ein Werkstattersatzwagen, den ich dazu bekommen habe. Sonstige Reparaturen sind aber nicht angefallen. Also klar, beim E-Auto ist eigentlich das nicht zu erwarten, auch bei der Fahrleistung. Aber Reifen. Auto ist meistens schwerer. Gerade die Tesla-Fahrer könnt ihr da, glaube ich, das eine oder andere Lied singen. Ich habe zum einen natürlich einen Winterkomplettradsitz gebraucht. Belege habe ich keine mehr gehabt, aber das war jetzt mal ca. 670 Euro. Ich denke, das ist schon ein realistischer Wert gewesen jetzt, wo ich nochmal recherchiert habe. Mit Reifendruckkontrollsystem braucht ihr auch Sensoren in den Rädern, dann die Reifen, die Stahlfelgen, dann entsprechend Radcover. Also ich denke, das ist schon ein fairer Wert. Die Sommerreifen musste ich jetzt im Frühjahr erstmals machen. Also da habe ich schon Richtung, ja, über 40.000 Kilometer drauf gehabt. Und dann mussten natürlich neue Sommerreifen drauf. Vorne etwas schmaler. Also das heißt auch hier, die Abnutzung doch relativ stark auf der Achse. Ja, die ist halt so. Ne? Also auch hier gibt es entsprechenden Verschleiß durch auch das höhere Gewicht. Je nachdem, wie ihr dann fahrt, was für Strecken ihr fahrt. Achtet auch bitte immer auf die Reifenqualität, wenn ihr euch neu holt. Dann, ja, so wie es auf diesem großen Bild hier zu sehen ist, sollte man das, vor allen Dingen, wenn es das erste Auto ist, definitiv nicht machen. Ich denke, hier muss ich nicht mehr dazu sagen, derjenige, der hier drin gesessen ist, hat ein riesengroßes Glück gehabt. Ja, gehen wir nicht drauf ein, besser nicht. Exemplarisch hier zu sehen, ist es für den Fahrer gut gewesen, wäre alles perfekt abgesichert. Ich empfehle immer hier in dem Fall, gerade wenn ihr ein relativ neues Fahrzeug habt, eine Vollkaskoversicherung, die müsst ihr vielleicht auch aufgrund der finanzierungsseitigen Lage machen, um halt hier Wertverluste abzudecken. Also auch hier wieder das Thema Wertverlust.
Prämien von, ja, damals, wo ich ihn bekommen habe, März 2017 bis jetzt knapp 8, 2019, waren hier nochmal aufgeschlüsselt einige Euros, aber wie ihr im Verlauf so im Verhältnis nochmal sehen könnt, relativ schön. Ich konnte auch vergleichen und da hat sich doch einiges jetzt in den letzten Monaten, Jahren geändert. Aber in der Summe habe ich doch einiges trotzdem, ja, nicht ganz 1500 Euro gehabt, ist individuell natürlich auch zu sehen. Ne? Also das heißt, Prämien, denkt immer dran, ihr könnt ja besser sein, ihr könnt ja schlechter sein, es hängt vom Auto ab, es hängt von euch ab. Das sind ja solche Punkte, die muss man in Relation sehen, ist jetzt individualisiert. Auf meinen Fall, beim Vergleich, da bin ich ja auch dran, dass ihr euch da in Zukunft etwas besser unterstützen kann, vielleicht über meinen betrieblichen Bereich im Autohaus, dass wir hier auch nochmal was rauskriegen, vielleicht für einen besseren E-Auto-Tarif, natürlich auch im eigenen Interesse, bin ich dran, dass man hier einen E-Auto-Tarif bekommt, weil nicht alle Versicherungen haben einen reinen E-Auto-Tarif. Na klar, ihr könnt ja jedes Auto bei vielen Versicherungen versichern, aber solche Dinge wie zum Beispiel Akkuabdeckung, Ladeinfrastrukturabdeckung, das sind so Punkte, die stehen leider nicht so drin. Also das macht auch wertmäßig dann einiges aus. Wenn ihr aber hier die Möglichkeit habt, vergleicht das bitte einfach als E-Auto-Tarif oder fragt Ansprechpartner. Dann der immer noch nicht größte Punkt ist der Energiekostenbereich für daheim und unterwegs. Ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt, aber vielleicht ist der eine oder andere genauso überrascht, wie ich es jetzt war, als ich die Kosten mal selbst für mich auch zusammengestellt habe. Die meisten denken ja, oh, mobiles Laden, ne, das ist ein recht großer Punkt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, war es nicht. Ich war zwar noch geschätzte 20 Euro, ich hoffe, dass es auch so ist, aber die habe ich jetzt hier mal in der Zahl mit reingenommen und auch, das ist jetzt der einmalige Kostenpunkt für einen Ladeanhänger, den ich mir gegönnt habe. Ich glaube, das war Plug Surfing, genau, Plug Surfing. Ja, damals 9,95 Euro kosten, müsste auch immer noch so kosten, aber ja, mal noch mit den 20 Euro des entsprechenden Anbieters, der noch nicht reagiert hat. Ich hoffe, dass so bleibt, viel höher wird, war es vielleicht von den Energiekosten 10% in etwa, was das ausgemacht hat. Der Hauptpunkt war Aufladen zu Hause mit über 1500 Euro. Also meine Fahrleistung, ja. Toleranz ist natürlich hier möglich, weil ich habe hier leider noch keinen guten separaten Zähler. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, macht's. Dann seht das auch direkt vom Verbrauch. Könnt es über eure Abgabenrechnung dann rausrechnen oder holt euch einen separaten Stromtarif. Manche Anbieter bieten das an. Und ob es besser ist, kann ich euch jetzt gar nicht an der Stelle sagen. Ich glaube es eher nicht. Aber ein Zähler ist nicht schlecht, dass man es weiß. Über den Mehrverbrauch und auch hier ganz toll die Kosten, die ich einsparen konnte durch Vergleiche. Das kann ich, konnte ich noch nie bei einer Tankstelle. Also ich bin hin und her gefahren oder habe mir jetzt eine App geholt dann mit dem Benziner. Ja, das ist ganz toll. Ne? Ihr könnt langfristig planen, ihr könnt den Strom vergleichen, ihr wisst ja in etwa, was da braucht. Und das können halt über die Tankstellensituation meistens nicht. Beim Haus können das. Was auch noch ein guter Vorteil ist, gerade beim E-Auto, viele Arbeitgeber machen es, meiner bietet es auch an, für mich zum Glück, aber auch nicht ewig, aber ist jetzt im letzten Monat besser geworden, ich kann kostenfrei bei meinem Arbeitgeber laden, wenn ich möchte, ja, ich mache es nicht immer, aber dann kann man auch etwas sparen, weil der Arbeitgeber kann es kostenfrei anbieten, er muss es euch nicht auf die Lohnsteuerkarte irgendwo draufschreiben, es muss nicht separat versteuert werden. Ja, aber wie gesagt, auch hier fällt er eigentlich nicht viel aus, an und die Kosten sind ja für ihn gewinnmindern, also ich denke, man hat ja auch einen Vorteil. Der größte Punkt, ich glaube nicht ganz 50% von allen Kosten war der sogenannte Wertverlust. Das heißt, in meinem Fall hat mein Auto mit, ich glaube die Farbe war noch extra, 18.240 Euro brutto gekostet. Wie es üblich ist, die
Vertragshändler haben dann nochmal 790 Euro oder auch mehr, weniger. In meinem Fall waren 790 Euro nochmal draufgehauen. Dann hat mir aber der Hersteller eine Umweltprämie zu dem Zeitpunkt, ging das ja schon. Also nicht 4.000 Euro übrigens, ja, also 4.380 Euro, nämlich weil ihr bekommt vom Nettowert 2.000 Euro vom Hersteller. Also achtet da drauf. Und dann gibt es nach Rechnungsstellung dann auch noch für euch die Möglichkeit, ihr könnt vielleicht zusammen mit dem Händler oder auch separat, also von eurer Seite aus, nochmal 2.000 Euro beantragen und bekommt die vom Staat. Das ist die staatliche Prämie, die über die sogenannte BAFA oder Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kommt. So, das heißt, mein Anschaffungspreis war 14.650 Euro. Also für einen Kleinwagen mit der Ausstattung, ich finde sie immer noch top. Dann geht es, was fällt jetzt ab? So, da gehe ich jetzt gern, das ist meine Empfehlung, wenn ihr so einen Wert sucht, auf den sogenannten Händler-Einkaufswert. Hier in dem Fall nicht Schwacke oder Eurotax, sondern die Deutsche Automobiltreuhand, die AT, die kenne ich aus dem beruflichen. Und die hat mir, wie man hier auf dem Bild sieht, angegeben für mein Auto 10.489 Euro. So. Das heißt, der Wertverlust laut der Schätzung vom, ja, ich weiß gar nicht, war es Mitte, ja, für circa 15.8. circa, also nach 2 Jahren und 5 Monaten war 50.500 Kilometer drauf und Taro 4.161 Euro. Ist also viel, viel Geld. Da überlegt man sich natürlich auch, vielleicht kann ich mein Auto privat auch mit meinem Nachbar vielleicht teilen. Ja, auch hier kann man auch etwas steuern. Ich habe niedrige Verbrauchskosten, aber natürlich auch bestimmte andere Kosten. Ja, Steuerversicherung, also Steuer jetzt nicht, aber Versicherung. Ja, im Vergleich aber auf 100 Kilometer, vorhin haben wir es ja gehört, wenn ich getankt habe, ich habe 61, 31 und jetzt dann nochmal nach dem Heimkommen 36 Euro reingetankt, 128 Euro rein für die Kraftstoffkosten gebraucht. Klar, Dieselfahrer, Gasauto, ist alles billiger, klar. Wasserstoffauto vielleicht jetzt nicht so ganz, wenn ich tanken kann. Aber für uns war es bei 1000 Kilometern natürlich, ging der nicht viel, aber auf 100 Kilometer umgerechnet dann 12,80 Euro, also fast 13 Euro auf 100 Kilometer. Die Gesamtkosten aller fixer und variablen Kosten bei meinem kleinen E-Auto, bei meiner Fahrleistung, waren viel, viel mehr in der Summe. 9.260,40 Euro, könnt ihr nochmal nachrechnen. Aber bei 50.500 Kilometern, beziehungsweise in 2 Jahren und 5 Monaten, bedeutet dies auf 100 Kilometer 18,33 Euro. Also aller inklusive oder inklusive aller Kosten. Also ja, auf 60 Kilometer am Tag, was ich circa fahre, habe ich also 11 Kosten. Ja. Und rechnet es einfach mal für euch durch. Macht mal die gleichen Kostenpunkte auf. Guckt mal, was zahlt ihr für euren Diesel oder Benziner. Was für Kosten habt ihr da? Seid auch ehrlich. Nehmt es auch mal ein bisschen höher. Ja, Worst-Case-Szenario, also immer mal den größten oder schlimmsten anzunehmenden Fall einfach mal rechnen. Lasst aber auch ein bisschen Toleranzen drin. Bei mir ging es so aus und ich sage, für ja, knapp 5 Euro oder nicht ganz 5 Euro, also pro 100 Kilometer für mein E-Auto mehr zahle, habe aber alles drin. Das ist eine Flatrate. Nee, ist nicht. Aber hier lässt doch der eine oder andere, wo gewerblich denkt, doch sich vieles durch den Kopf gehen, ob es nicht auch ein Geschäftsmodell gibt. Und die Pendler sollten hier einfach mal wirklich nicht nur den Anschaffungspreis, sondern wirklich
gucken, was brauche ich wirklich für ein Auto, wie fahre ich, was für Möglichkeiten habe ich und dann einfach das mal durchrechnen. Also viele machen es jetzt momentan. Ne? Ihr seht es an den Zulassungszahlen. Hier an meiner Stelle sage ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich auch gern. Unten gibt es dann wieder die Möglichkeit, auch über die Glocke, dass ihr rechtzeitig benachrichtigt werdet. Momentan ist wieder einiges los. Der Urlaub ist zwar gerade rum, aber privat ist relativ viel, wo ich leider nicht mehr dazu komme. Da hat sich jetzt die letzten Tage einiges ergeben. Also nehmt es mir bitte nicht krumm, wenn ich nicht immer so dazu komme. Ich weiß, bei anderen ist es besser. Ich gebe mein Bestes und möchte es auch nach wie vor aus freien Stücken euch bieten, dass ich euch meine Informationen frei zur Verfügung stelle. Langfristig habe ich auch meine Pläne irgendwo, die möchte ich auch irgendwo verwirklichen und freue mich auch über jede Unterstützung, die ich bekomme. Ja, aber soweit mein Video für heute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir hier bitte Feedback oder einen Daumen. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder bei Mio Mobil. Danke. Ciao.